Furze immer auf Ex, schön Jägermeister und irgendwann für die ein Ständchen singen. Alter, war das peinlich. Ich war sternhagelvoll. Ich glaube, ich habe mich bewusstlos betrunken an dem Abend. Ich bin mich an ein blaues Auge. Facto war es halt einfach ein übelst geiler Abend. Oh Gott. Egal. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Hashtag starke Stimme. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und heute geht es um das Thema meine drei peinlichsten Bühnen-Fails. Da waren auch deutlich mehr dabei. Aber heute habe ich das jetzt mal so zusammengefasst. Meine drei peinlichsten. Heute, Storytime. Hol dir einen Kaffee, lass uns loslegen. Don't forget to subscribe. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanyalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanyalevyvocalstudio.com. Nummer 1. Also, eines meiner ersten peinlichsten Auftritte, das war der erste große Fail, den hatte ich mit 15. Dort habe ich an der Heinrich-Hertz-Schule im Pop-Projekt gesungen. Das war die Schulband, die war damals richtig cool. Da waren viele verschiedene Sänger und Musiker. Und eigentlich war das so, wenn du in dieser Band dabei warst, dann warst du einfach so der Schulstar, ne? Im Pop-Projekt gab es dann so regelmäßige Auftritte zu vielen verschiedenen, Anlässen, ob es dann mal in so einer Pause war, vor einer Ankündigung, vor einer Rede, es gab halt immer überall Gesang und das Pop-Projekt war auch sehr aktiv, wir hatten auch damals einen tollen Leiter, naja, egal. Ja, ich habe dort mit einer Duettpartnerin zwei Songs gesungen, ein Song war I Don't Need a Man und der andere Song war Imagine. Imagine, das war wirklich scheiße. Naja, und was passiert ist halt, ich konnte mich auf der Bühne nicht hören. Also, ihr wisst ja, Schulband und so ist ja nicht die beste Technik. Also, ich konnte mich auf der Bühne nicht hören und fing dann an, in einer falschen Tonlage zu singen und bin dann halt eine Tonlage abgerutscht. Ne? Oh Gott. Also, ich habe es aber nicht gemerkt, weil ich das ja nicht gehört habe. So, und ich, na, auch wenn du vor dem Mikrofon stehst, naja, lag's. Auf jeden Fall, sie hatte mir wohl angeblich versucht, auf der Bühne so Zeichen zu geben, dass ich halt ein bisschen höher singen muss. Aber dann war ich ja schon in dem Titel drinne und so weiter, ne? Ich habe erst im Nachhinein gehört, wie scheiße das klang. Auf jeden Fall, ich natürlich, 15 Teenager, es war ja auch Millennium-Zeit, da gab's ja auch nur Paris Hilton und diese ganzen furchtbaren Klamotten und Schlaghosen und bauchfrei und so. Und ich hatte auch immer Tops an mit riesen Ausschnitt, weil Teenager, ne? Und also das Ganze, meine Outfits waren wirklich richtig furchtbar, 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 furchtbar. Ich war ja auch mal dick und so und Make-up. Also Leute, es war wirklich katastrophal. Wichtig war natürlich aber mein Styling zu der Zeit. So, ne? Also wie jeder Teenager dachte ich halt eben, oh, das sieht ja ganz gut aus. Also ich halt volle Kanone mit Ausschnitt, dann auf der Bühne erstmal richtig diesen Titel versemmelt bis zum geht nicht mehr. Und dann im Nachhinein hat man mir dann gesagt, dass ich diese zwei Titel richtig... Riesenheulattacke zu Hause. Ich habe dann einen Tag Schule geschwänzt, bin dann mit meiner Mutter zu New Yorker gegangen. Meine Mutter hat mir versucht, neue Klamotten zu kaufen, mich dann zu beschwichtigen. Ne? Sie wollte mir dann Gefallen tun, komm, wir gehen zu New Yorker und so weiter. Und ich habe ja New Yorker geliebt damals. Und ich habe dann echt, mir ging es so dreckig wie nie an diesem Tag. Es war ultra peinlich, Schande über mein Haupt. Ich wollte überhaupt nicht mehr zurück zur Schule. Also das war der erste Fail, der erste große Fail, der mir dann auch bewusst geworden ist und den ich da ja hatte. Der große Fail Nummer 2. Ich bin eingesprungen in einer Coverband, die hat so Coversongs gemacht für so Partys, ne? Eigentlich nicht mein Ding, aber ich bin jung und ich brauche das Geld und irgendwie, ich brauche halt einfach Kohle und ich muss halt irgendwie was singen. Ich war auch Anfang 23, so um den Dreh. Auf jeden Fall, es war alles total peinlich von vornherein und ich hatte auch ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein zu der Zeit, weil genau an dem Moment mich Universal Music gedroppt hat. Also ich hatte damals schon, bin gerade frisch aus den Verträgen raus, brauchte trotzdem das Geld, musste irgendwas machen und mein Selbstbewusstsein war einfach nicht stabil auch zu dem Zeitpunkt. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch darauf nicht eingelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, auf jeden Fall, ich nenne jetzt keinen Namen. Das Ganze war von vornherein eigentlich schon verdammt dazu zu scheitern und auch ich musste mal nach Bremen fahren für die Proben und
ich war einfach nicht ich selber. Ich stand einfach neben mir, weil ich war einfach durch zu der Zeit. So, auf jeden Fall habe ich dann, ja, waren wir auf so einem Gasthof mit Hotel und dort sollte halt am nächsten Tag so eine riesen Party stattfinden. Und das Wetter war aber schlecht, es kündigte sich also Regen an. Egal, auf jeden Fall, das war mein erster Tag mit der Band. Jeder hatte auch dann Hotelzimmer und so. Und die Band und ich haben vorher erstmal richtig schön einen getrunken. Und die haben aber getrunken, als ob es morgen gar keinen Morgen gibt. Also so ein Saufgelage ist da gewesen. Und naja, man ist halt jung und es war auch Jägermeister. Und eigentlich ist Jägermeister auch scheiße. Aber auf jeden Fall habe ich den trotzdem getrunken, ne? Und ich habe auch früher nie zu solchen Getränken Nein gesagt. Also wenn du Cocktails, Aperol, Spritz und so, ich war immer dabei. Naja, auf jeden Fall, heute nicht, ich trinke seit 3 Jahren nicht mehr. Also nicht wegen diesem Auftritt, sondern generell einfach. Aber egal, also obwohl wegen diesem Auftritt hätte ich mal ruhig aufhören müssen zu trinken. Aber es hat mich nicht daran gehindert, wobei es super peinlich war. Auf jeden Fall, der Abend ging halt so immer weiter. Es war halt richtig witzig, wir hatten super viel Spaß. Kurze immer auf Ex, schön Jägermeister und irgendwann ging das so in die Nacht rein. Nebenan war ein Brautpaar, was so die Party gefeiert hatte. Und wir wollten für die ein Ständchen singen. Alter, war das peinlich. Ich war sternhagelvoll. Ich konnte gar keinen Ton mehr treffen. Also diese Vermutung, dass ich, also selbst als Gesanglehrerin, wenn ich heute nochmal richtig trinken würde, ich würde keinen Ton treffen, weil ich bin, ich stehe total neben mir. Wie soll ich da noch einen Ton halten können? Also das war wirklich, sag's dir. Auf jeden Fall haben wir von denen noch ein Ständchen gesungen und es war total peinlich. Und die waren auch so, oh, und oh Gott. Ich also im Hotelzimmer wieder gelandet. Ich bin, glaube ich, erstmal mit dem Kopf gegen irgendeine Tür geknallt. Also ich glaube, ich habe mich bewusstlos betrunken an dem Abend. Ich bin aufgewacht, der Wecker klingelte mit dem übelsten Hangover aller Zeiten. Ich hatte ein blaues Auge gehabt. Mein Auge hing und ich wusste nicht warum. Ich habe mich irgendwie in der Nacht vorher gestoßen, weil ich mich ja nicht mehr halten konnte auf den Beinen. Habe mich aber geschminkt und zurecht gemacht und ich war, irgendwo waren sogar noch Kotzflecken oder so. Also Gott sei Dank waren bei diesem Auftritt, ich musste dann noch 6 Stunden auf der Bühne singen und es ging überhaupt nicht mehr. Also einige Titel gingen noch und andere Titel gingen überhaupt nicht. Meine Stimme war komplett am Arsch. Und ja, genau. Man hat mir natürlich dann hinterher auch eine Mail gesendet und gesagt, also das ist nicht das Niveau, mit dem wir arbeiten wollen. Und ich so, ja, ich übrigens auch nicht. dann haben sie mir noch fürs Mikrofon Geld abgezogen und dann irgendwie für die Teppichreinigung, weil ich hatte da irgendwie wohl Kotzspuren hinterlassen oder was. Natürlich war das im Nachhinein nicht professionell von mir, weil ich wollte diesen Auftritt nicht machen. Also ich wollte unterbewusst halt diese ganze Schirade eigentlich nicht machen. Und ich war unterbezahlt, der Gig war eigentlich scheiße, ich habe mich da unter Wert verkauft. Dass das natürlich so einen Tag vorher eskaliert war, das konnte ich überhaupt nicht ahnen, weil, also, dass das vorher so eskaliert war, ihr kennt das ja, also dieses eine Glas zu viel und dann bist du eigentlich schon weg, ne? Heute kann ich so einen Auftritt natürlich locker abtun, weil ich sage, ich war jung und es war natürlich übelst peinlich und ich würde das natürlich niemandem raten, aber das gehört halt eben auch dazu, als Rockstar, möchte gerne Rockstar, dass man sowas macht. Und heute entsteht halt so ein witziges Video, ne? Und de facto war es halt einfach ein übelst geiler Abend. Oh Gott, macht es nicht. Es ist natürlich super unprofessionell gewesen. Und wenn natürlich irgendwas Wichtiges auf dem Spiel steht, ne? Wie eine Karriere. Da stand ja nur dieser Abend auf dem Spiel, jetzt im Nachhinein, ne? Aber jetzt kommen wir mal zu meinem dritten Bühnenfail. Und da war ich 17 und das hat alles Backstage stattgefunden. Auch wieder beim Popprojekt. Wie gesagt, Popprojekt hatte regelmäßig Auftritte zu allen Jahreszeiten und Anlässen. Und auf jeden Fall, ich sollte einen Mariah Carey Song singen. All I Want for Christmas is You. Ich natürlich im roten Korsett mit Jeans und High Heels. Mein Style war da schon ein bisschen besser. Mein Haarstyle aber allerdings nicht. Und meine Attitüde schon mal gar nicht, weil ich war schon ziemlich so eine... Also, naja, egal. Es ist ja auch Lachs. Teenager halt, ne? Auf jeden Fall, ich halt mit meinen super High Heels at that time stolzier halt so rein in den Backstage-Raum und da war halt ein Flur, also da war so ein Flur und dann die Treppe runter, auch ziemlich steil und ne, auch ziemlich lang
Und was ist natürlich passiert, Leute? Was ist passiert? Genau, ihr könnt es erahnen. Ich bin natürlich richtig schön diese Treppe runtergeflogen. Also wirklich wie the day after tomorrow. Da bin ich so also von den Treppen geflogen. Es hat geschmerzt. Und im Flur standen all die anderen Leute vom Pop-Projekt, all die anderen Sänger und Gitarristen und so weiter, weil die natürlich auch auf ihren Cue gewartet haben. Weil wir hatten eine lange Setlist, da waren ja verschiedene Künstler. So. Die haben das alle gesehen. Natürlich sind sie alle runtergeflogen. Kommen und sind und allem helfen und ich musste so tun, als ob das alles in Ordnung war, als ob ich mir nicht gerade das Bein gebrochen habe oder irgendwie, also ich sag euch, das war übel, es hat geschmerzt. Und natürlich alle um mich herum und so und Tanja und ich dann auch vor dem Typen, also ich sag euch Leute, das war für mich, das war nicht richtig ein Bühnenfail, aber es war halt auch schon so ein Fail für mich. Das war mein Storytime-Video für euch. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen mehr solcher Sachen rausgrabe. Hier ist ein Video dazu, wie ich über meine Schüler spreche. Und da habe ich ja nun echt viel Erfahrung, weil ich in vielen Schulen gearbeitet habe. Und die eine oder andere Schule war echt nicht jugendfrei. Das muss ich auch ganz ehrlich nebenbei sagen. Total witzige Sachen, die bei rumgekommen sind. Schaut doch mal da in dieses Storytime-Video rein. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch auch sowas mal passiert ist. Irgend so ein total peinlicher Fail. Und wir sind nicht alleine. Es gehört dazu. Es passiert. Es macht uns nur stärker und besser. Und wir gehen raus mit der Erfahrung. Gebrandmarkt. Aber glaubt mir, am nächsten Tag erinnert sich auch wieder keiner an diese, also fast keiner mehr an diese Story. Ich meine, jetzt im Nachhinein, 10 Jahre später, ist es dann auch, weißt du, es ist dann egal. Natürlich in dem Moment war es super peinlich und Schande über mein Haupt. Aber ja, man lernt das, man lernt ja auch so eine härtere Schale zu bekommen. Ne? Man sagt dann, ja, passiert, ist halt so, ist so gewesen. War scheiße, ich habe draus gelernt und es hat, das Leben geht auch irgendwie weiter. So. Daher, so meine Lieben, ich drücke euch aus Singapur, haltet durch in diesen schwierigen Zeiten und ja, wir sehen uns im nächsten Video.